Dann will ich jetzt aber mal PvP ausprobieren, weil das kann ja nicht sein. Weil, also, das hier ist ja echt ätzend. Also, ne? Das geht gar nicht. Wenn ich hier sehe, was wir hier kriegen. Der Lohn ist ja mal echt für den Arsch. $10.000 Silber dafür, dass wir in die Silberliga kommen, das ist bescheuert. Goldliga, da erwarte ich Gold und kein Silber. Da lohnt sich ja gar nicht, die PvP zu machen, aber wahrscheinlich geht die deswegen auch nur 13 Tage. Ich mache jetzt auch nur die 5 Kämpfe, weil ich einfach sehen will, ob man was kriegt oder nicht. Die Unsichtbare und Dr. Strange, oder ist ja Popel einfach. Da kriegen wir ja mal einen Popel-Gegner. Der hat ja gerade mal 8000. So, ich hab sie durch die Verteidigung durchbrochen. Ey, die one-hitte ich ja fast. Was ist hier los? Ja, ich weiß nicht, wie lange das hier jetzt gut gehen soll. 1560 trotz Schild. Was mache ich denn jetzt hier mit meiner Wumme? Ach, guckt euch das mal an. Die one-hitte ich doch weg. Boom! Trotz Schild, 13.000. Das ist der höchste Schaden, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Und was macht der? 688, der arme, die tun mir leid. So, hier, die Plasma-Klinge. Zack! Weg! Alter Schwede! Oh, du kannst jetzt auch nach Hause fahren. Also ich glaube, das war der einfachste PvP-Kampf, den ich jemals hatte. Gewonnen. Also das würde ich mal sagen, ist ganz klar gewonnen. Ja, wir sind in der Silberliga angekommen. Was kriegen wir denn? Ein Sim-Data-Chip? Oh. Das ist geil, damit kann ich mein PvP-Arsenal erweitern. Das ist geil. Aber vielleicht braucht man die noch, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall geht's weiter. So. Wenn die jetzt alle so einfach sind, lache ich mich kaputt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt alle so Popelgegner sind. So, jetzt sind wir schon bei 12.000, 13.000. Er darf anfangen. Jetzt kommt der 100 Pro mit Salutschuss. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Du musst es ja irgendwie schaden, ja, sag ich doch. Aber der Schaden, der ist ja mickrig. Okay, es geht, ne? Aber jetzt setze ich meinen Salutschuss ein. Dann wollen wir mal sehen, wer hier wem damaged. Jetzt komme nämlich ich. Und wir haben in dem PvP-Boni ordentlich zugelegt. Wenn wir das jetzt hier sehen, das hier ist jetzt der krasse Gegenzug. Zack. Da sieht man dann 800, zwischen 600 und 800 pro Salve. Die sind jetzt alle weg. Ja, alle weg. Das ging schnell. Also ich würde mal sagen, das ging flott. Zweiter Sieg. Innerhalb der kürzesten Zeit. So, jetzt werden wir aber schon wieder höher. Jetzt gehen wir auf 14.000. Ja, wir dürfen anfangen. Das kommt mir sehr gelegen. Ey, die hauen wir doch hier weg. Guckt euch das an. Die Hälfte ist schon abgezogen. Alter! Ja, dann kannst du mir mit deiner komischen Waffe da ruhig kommen. So, der ist weg. So, der ist weg. Nein. Du bist auch weg. Das waren 3 Kämpfe und 3 die schnellsten Siege, die ich je in meinem Leben gesehen habe hier bei PvP. Das ist einfach nur krass.
gruppierter Kampf. So, das ist jetzt schon mal ein besserer. So, das wird jetzt auch eine ganze Ecke schwieriger. Ich glaube, den werden wir sogar verlieren. Mit diesem Captain America an der Backe. Mystikschleier kann ich erstmal nichts mit anfangen. Kann ich War Machine vergessen. Und leckt jetzt auch wunderbar. Trap sagt so, jetzt sind die Gegner schwer, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und der Schaden ist viel, viel heftiger. Ja, da kann ich ja machen, was ich will. Ich werde mir aber ihn hier vorknöpfen. Ja, der Schaden ist aber auch okay. Er macht jetzt Gegenspionage. Ja, der ging Gott sei Dank daneben. Okay, der Schaden war für den Arsch. Wenn er jetzt mit Salutschuss kommt, haben wir verloren. Nein. Aber das ist irgendwie die Masche. Wenn die Repulsor-Beam machen, wenn sie War Machine haben, hauen die auf meinen drauf. Ja, ich sage, den Kampf werden wir verlieren. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und das war jetzt der Falsche. Und daneben geht's auch noch. Willst du mich jetzt verarschen? Warum ist keiner ungeschützt? Wofür mache ich das denn? Hallo? Bist du bescheuert? Jetzt hättest du aber auch ruhig mal auf deinen Agent hauen können. Ohne Spaß. Wieso alles daneben? Du willst mich doch verarschen. So, das sehe ich schon lieber. Aber wir werden jetzt eh sterben. Drei Kämpfe souverän gewonnen und dann kriegen wir hier eine Niederlage. Noch ist Sabre ja da, aber... Naja... Ewig bleibt er auch nicht. Er kann sich niemals gegen drei Leute durchsetzen. Wir schaffen es ja noch nicht mal, irgendeinen kaputt zu machen. So, jetzt aber. Jetzt will ich alle betäuben. Oder Agent und War Machine sind betäubt. Das ist schon mal gut. Ein Wendepunkt schaffen wir nicht. Wir werden es verlieren. Nur ich will mich jetzt hier so gut schlagen, wie es geht. Das war wieder der Falsche. Och ne, flankiert. Ja, das habe ich ja total vermisst. So, jetzt holen wir erstmal hier. Blutzorn. Einen haben wir. Aber jetzt haben wir leider keine Ausdauer mehr. Und flankiert sind wir auch noch. Das heißt, wir kriegen jetzt ordentlich auf die Matze. Auf die Matze. Die Mütze.
Ja, jetzt ist ja noch er dran und dann sind wir ja eh tot. Aber wir haben getan, was wir konnten. Wir haben versucht, dagegen zu halten. Die Fackel und Schia, guck dich das an. Euer Ernst? Guck dir das an. Ich mache jetzt das hier. Die haben ja gar nichts. Ey, da mache ich so. Guckt euch das an. Was ist das für ein PvP? Drei Kämpfe waren leicht. Der eine, den haben wir verloren, aber das hier ist ja wieder ein Profi. So, damit haben wir vier Kämpfe gewonnen. Ja, den einen hole ich jetzt auch noch nach. Hier, ich habe ja noch einen Kampf davon übrig. So, weiter geht's. Also jetzt will ich auch noch drehen. Ich will ja wissen, was es zum Drehen gibt. Was ist denn hier? Da schon wieder. Ganz einfach. Das ist für mich ein Kinderspiel. Ohne Witz, das ist für mich ein Kinderspiel. Zack. ...423, ich mach hier knapp knapp 8000. Dann kannst du mir ruhig meine Rüstung schmelzen. Warum darfst du nochmal? Willst du mich verarschen? Okay, er wird jetzt noch eine Runde überleben. Wenn ich will, mache ich den... Ich mach den jetzt so weg. Zack, weg. Ich sag mal, das ist eine ganz komische PvP-Saison diesmal. Also, der Tag, den ich bis jetzt hatte. Ich weiß nicht, was das soll, aber... ich verstehe momentan die Welt nicht. Also, das soll mir recht sein, wenn wir jetzt 6 Kämpfe gemacht haben, 5 gewonnen. Also... Er hatte trotz Schild keine Chance. Der ist abgedippelt. Gewonnen. So, was können wir denn hier kriegen? 2 Ätzgifte. 10 Gold und 10... Ah! Ja, jetzt haben wir 2 Chancen, Gold zu kriegen. Das ist für mich lebenswichtig. Wenn wir die Spezialoperation schaffen wollen, muss ich Gold gewinnen. Den Solarsturm, den haben viele schon. Also komm, gib mir Gold. Nee, ich krieg 5 Kämpfe. Ja, toll. Ja, egal. Okay. Weil ihr seht ja, wir haben uns hier stark verbessert. Wenn sie mal kommen, hier. Wir haben uns stark verbessert. Ich werde mir jetzt Zarswasser vorknöpfen, damit das jetzt noch weiter hochgeht. Dann müsste ich mir, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, leisten können. Uppala, ich will nicht auf forschen. Dann müssen wir nämlich nachher hin. Die müsste ich mir eigentlich leisten können. Ja, 100.000. Ja, da sind wir schon auf Pleite. Aber das muss sein. So, dann ist er auf Level 10. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob mein Dev-Team funktioniert. Ganz komische PvP-Saison, muss ich wirklich sagen. Ganz komisch. So, die Mission mache ich gleich schnell offscreen und dann kommt die Forschung für die kinetische Klinge MK2. Die knall ich dann rein. Und ja. Dann machen wir nach der Forschung dann weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Marvel Avengers Alliance. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ich würde mal gerne in den Comics wissen, ob ihr auch so eine komische PvP-Saison hattet wie wir, also wie ich. Dann schreibt es mir in die Kommis. Wir sehen uns dann wieder. Ciao, euer Mucke.